Und hallo, herzlich willkommen heute mal zu einem neuen Video. Es ist ja schon sehr lange her, dass das letzte Mal Videos kamen. Deswegen heute mal nur ein Infovideo. Wir sehen hier auf dem Bild gerade meine Xbox-Startseite mit dem schönen Battlefield 3 Aftermath Hintergrund und habe gerade Titanfall im Laufwerk. Ja, ist halt so. Und wir sind hier schon in der Mitte, dass Destiny bald verfügbar ist. Das, falls ihr Destiny nicht kennt, guckt mal in die Beschreibung. Da werde ich die Seite verlinken. Und ja, also Destiny ist so ein neumodischer Ego-Shooter. Also, kann man ja mal was damit anfangen. Ist von Bungie, also den Machern von Halo, und von Activision, also von Call of Duty. So eine Mischung von beiden. Ja, ich wollte eigentlich nur mal kurz erwähnen, dass es morgen kommt. Es kommt auch noch dazu, zu diesem Video, ach, also zu diesem Spiel, was dann morgen kommt, was ich auch spielen werde und auch aufnehmen werde, kommt dazu auch noch ein neues Intro, was ich so mir nicht selber gemacht habe. Also ich habe es bei YouTube mal geguckt, habe dann bei einem gefunden, der hat so ein paar fertig gemacht, habe ich mir das mal von ihm genommen, also er hat es erlaubt sozusagen, dass man das nehmen darf. Und da habe ich das genommen, habe dann einfach mein Name eingefügt, habe ein bisschen was verändert an der Grafik und so, ein bisschen am Design und Musik und eben alles, Zeitverzögerung und so eben. So, und da kam dann eben das raus, was ihr morgen bei den Destiny Parts sehen werdet. Ja, weiter noch eben zu Destiny noch was. Ihr werdet gleich im Anschluss, sobald ich fertig bin mit Reden und so, werdet ihr noch diesen schönen Trailer sehen, den ich mir gerade angeguckt habe. Und ich finde ihn eigentlich richtig cool. Ja, ich werde dann einfach kurz hier eins nach rechts gehen, also hier zu Destiny. Und werde eben dann einfach hier kurz Play drücken und da werdet ihr das dann sehen. Da wird ein kleiner Film abgespielt und es wird auf Englisch, aber man versteht, glaube ich, alles so teilweise. Also ich habe auf jeden Fall was verstanden von. Ja, weitere Sachen zum Sendeplan. Der Sendeplan heißt ja Montag bis Freitag, jeden Tag neue Videos, 18:30 und 16:30. Ja, ihr habt bemerkt, das ist total von Arsch, dieser Plan. Deswegen wird in nächster Zeit dann wahrscheinlich es so sein, dass ich meinen Plan auf, ich glaube, also ein Video pro Tag erstmal, das wird sein morgen, Dienstag, also morgen am Dienstag, heute ist ja Montag. Morgen am Dienstag, den 9.9.2014, da kommt Destiny, erster Part. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag auch, also ich werde die ersten 4 Tage dieser Woche Destiny bringen, jeden Tag ein Video, rund 30 Minuten so kommt hin, also immer so ein bisschen spielen, Kampagne gibt es ja auch in dem Game, das ist vielleicht auch mal Online-Modus, schreibt es einfach in die Comments, was ihr mehr haben wollt. Ja, weil es ist beides auf Online bezogen, also ich werde wahrscheinlich Kampagne mit ein paar Freunden zusammen zocken und Online-Modus auch mal, also werdet ihr ja schon sehen. Ja, weiterhin ist noch dann die Burgi-Reihe von der Xbox. Die wird auch noch weitergeführt. Die, da kommen noch ein paar Folgen, ich glaube 3, ja 3. Also V5, V6, V7. Das sind ja die 3, die ich jetzt noch habe. Am PC haben wir, also ich und geheimer Schüler, jetzt auch schon ein V2 gebaut. Also Burgi V2, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich kann das ja auch im nächsten Video mal zeigen. Also werdet ihr ja sehen in den Burgi-Videos dann. Weiterhin ist noch, dass ich mit geheimer Schüler wahrscheinlich ein neues LP anfangen werde. Weil die YouTube-Insel wurde ja irgendwie, fragt mich nicht warum, aber sie wurde irgendwie beendet. Ich habe keinen Plan warum. Könnt ihr mal die anderen aus dem Team fragen. Einfach mal gucken, ob die irgendwas dazu gesagt haben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ja. Dann weiterhin ist, ja, dann eben, ja, warum sage ich immer weiterhin eigentlich? Ich weiß nicht. Ich bin komisch. Ja, also das neue Projekt wird dann mit geheimer Schüler sein. Wir werden immer zu zweit aufnehmen. Das heißt, es wird nie eine Folge alleine kommen. Wir werden das immer zu zweit aufnehmen. Und
Ja, also es wird auch, keine Ahnung, ich glaube, wie so Skyblock sein, also eigentlich wie YouTube-Insel, nur eben, dass wir zu zweit eben nur sind und fangen auch komplett von vorne an, holen uns so auf einem, holen uns da auf unserem Server, auf so ein Shop-System, wie es bei YouTube-Insel gab. Wahrscheinlich wird dann die Währung einfach Smaragd sein, wenn das geht irgendwie. Also ich weiß ja, dass man die Villager auf sowas trainen kann, dass man die dann so und so kaufen lassen kann, die Sachen. Ja, finde ich eigentlich ganz gut so. Und ja, das wäre es dann eigentlich auch schon von mir.